Verstehe doch, es muss sein. Ist ja gut. Was sein muss, muss sein. Ich dachte nur, wir wären uns einig. Daran wird sich auch nichts ändern. Wann soll ich dich abholen? Ich liebe dich, Rita. Ganz gleich, was Kempfert sagen wird, ich liebe dich. Geh jetzt. Kempfert ist nicht so, wie du denkst. Er ist ein Pfarrer. Und er wird dir sagen, dass du Pfarrer werden sollst. Ruf mich in der Firma an, wenn du soweit bist, ja? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Marion, nehmen Sie Ihren Bräutigam Enrique als Ihren Mann an und versprechen Sie ihm, die Treue zu halten, in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, und ihn zu lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod Sie scheidet. Dann sprechen Sie ja. Ja. Stecken Sie Ihrem Bräutigam den Ring der Treue an und sprechen Sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun reichen Sie einander die rechte Hand. Der Herr, unser Gott, festige den Ehebund, den Sie vor ihm und seiner Kirche geschlossen haben. Euch aber, die ihr zugegen seid, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Montag zur Sprechstunde wiederkommen. Wissen Sie, wer das ist, Frau Bebel? Das ist Eberhard Merkel, mein treuster Apostel. Bitte kommen Sie mit rein. Na, jetzt ist es bald soweit. Pfingsten. Ich bin vor 30 Jahren im Limburger Dom auch zum Priester geweiht worden. Ich und Bischof Neubauer. Nur, dass der es zu was gebracht hat, während ich die Karriere rückwärts gemacht habe. Bischof kann doch jeder werden. Aber ein guter Pfarrer, der mit den Leuten kann, dazu gehört ein bisschen mehr. Glauben Sie hier kein Wort. Wenn der Bischof kommt, holt sie den Messwein für 11,50 aus dem Keller. Und ich muss Stadtgraben Schattenseite für 3,50 trinken, der einem die Backen zusammenzieht. Werde du ruhig, Bischof. Du hast das Zeug dazu. Herr Kempfert, ich habe mich anders entschieden. Ach ja? Deshalb bin ich ja gekommen. Sie waren immer mein großes Vorbild. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich denke, Sie haben sich entschieden. Bitte. Sie müssen zur Feier in die Eberburg. Das verzeiht Ihnen der Kurt Maywald nie, wenn Sie nicht kommen. Da muss jeder alleine durch. Ja, ich weiß. Aber sagen Sie das allen, die mit Ihren Problemen zu Ihnen kommen? Was wollen Sie jetzt von mir hören? Dass Ihre Entscheidung richtig ist? Ja. Also gut, dann kommen Sie mit. Aber Sie kommen doch! Ja. Guten Tag, Herr Kempfert. Grüß Gott, Herr Deutz. Wie geht's dem Chef? Den Umständen entsprechend. Also schlecht. Wohin fahren wir? Die Spezialtour, Station aus dem Leben eines Vorortfahrers. Sie wollten doch, dass ich Ihnen Ihre Entscheidung leicht mache. Dienstwagen, Chauffeur? Der Schein trügt.
Grüß Gott, Frau Danniger. Sie können meinen Vater nicht in Ruhe lassen, wie? So viel ich weiß, hat er nach mir verlangt. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Wie die Aasgeier. Was wollen Sie denn auch? Seine Seele? Oder sein Geld? Wer war das? Frau Danniger. Von der Firma Danniger? Ja. Na endlich. Sie sind ja schon wieder ganz munter. Ach, ganz würde ich nicht sagen, aber was übrig ist von mir, reicht völlig für das, was ich noch vorhabe, bevor ich abtrete. Wer sind Sie? Ja, unser Pfarrer braucht wohl Verstärkung, wie? Jetzt? Wo Sie nur noch eine halbe Portion sind? Herr Merkel möchte sich über den Priesterberuf informieren. Und ich dachte, so ein harter Brocken wie Sie ist genau das Richtige als Einstieg. Sie wollen Ihr Testament ändern. Finden Sie das klug? Ich meine, sollten Sie nicht lieber warten, bis Sie wieder gesund sind? Ich werde nicht mehr gesund. Schauen Sie mich doch an. Ist mir auch egal. Ich habe lange genug gelebt. Das bestimmen ja nicht Sie. Doch, das bestimme ich. Wenn ich alles unter Dach und Fach habe, dann gehe ich. Nee, nee, Herr Danniger. So können Sie das nicht machen. Sie können mir nicht einfach Ihre marode Fabrik aufhalsen und sich dann aus dem Staub machen. Mal sehen. Hier. Ich kann das nicht annehmen. Ich bin Pfarrer, Herr Danniger. Kein Fabrikdirektor. Hören Sie mal zu, junger Mann. Ich wollte meinen Arbeitern meine Fabrik schenken. Wissen Sie, was die gemacht haben? Sie haben abgelehnt. Und warum? Weil sie Angst hatten. Das kann man doch verstehen. So wie die Fabrik dasteht. Ist doch nicht das erste Mal, dass wir schlecht dastehen. Angst darf man da allerdings nicht haben. Da ist Mut gefragt. Und Bereitschaft zum Risiko. Wo sollten Sie es denn gelernt haben? Herr Kempfert, Sie und ich, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Sie haben Mut. Sie haben gesunden Menschenverstand. Ich meine, Verstand für die Menschen. Und Sie sind bereit, auch mal über Ihren schwarzen Schatten zu springen, wenn es sein muss. Mehr braucht's nicht. Tut mir leid, meine Herren, aber Sie müssen jetzt bitte gehen. Ich glaube nicht an Gott, Kempfert, aber an den Menschen. Und Sie sind einer. Jetzt machen Sie mir nicht in letzter Minute mein Weltbild kaputt. Das ist doch Wahnsinn, Herr Danniger. Ich kann das nicht. Bitte. Nehmen Sie wenigstens die Blumen mit. Es riecht hier wie bei einer Beerdigung. Na los, junger Mann. Nehmen Sie schon das Gemüse. Gute Besserung. Ja, das wünsche ich auch. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Wünschen. Wenn ich hier rauskomme, ich meine lebendig rauskomme, dann knöpfe ich Sie mir vor. So leicht kommen Sie mir nicht weg. Bitte, Herr Danniger, ich habe auch noch andere Patienten. Ja. Verstehe ich aber trotzdem nicht. Da gibt es nicht viel zu verstehen. Bitte sehr. Danke. Sein Großvater hat Werk Eberfeld gegründet, sein Vater weiter ausgebaut und er hat aus den Dannecker-Werken einen Konzern gemacht. Fortschritt nennt man das nur, dass jetzt hinten alles abröckelt. Das Stammwerk rentiert sich nicht mehr und seine Tochter will es liquidieren. Herr Mangold. Und der Herr in Ihrer Begleitung? Ein guter Freund. Die Leute im Haus wollen Herrn Mangold aus der Wohnung ekeln. Einerseits kann ich nicht mehr verstehen. Wieso? Sie werden sehen. Aber andererseits bringt es mich zur Weißglut, wenn ich sehe, wie die Menschen sich das Leben schwer machen, als gäbe es nicht schon genug Ärger und Unglück auf der Welt. Außer mir lässt der Alte niemanden seine Wohnung. Also, lassen Sie sich nichts anmerken. Ich dachte schon, Sie kommen heute nicht. Ich habe Sie doch noch nie sitzen lassen, Herr Mangold, oder?
Es wäre mir trotzdem lieber, wenn Sie nicht mehr dieses Fräulein schicken würden. Sie meinen Fräulein Bieler? Aber Herr Mangold, ich bin doch froh, wenn ich überhaupt jemanden finde. Und Frau Pebel haben Sie ja ganz schön vergrault. Ich habe ihr lediglich untersagt, meine Tiere umzubringen. Frau Bebel liebt Katzen. Nun, dann erklären Sie mir bitte, warum, seit sie hier war, 4 Kätzchen fehlen. Sie meint's doch nur gut, Herr Mangold. So geht's doch nicht weiter. Sonst nimmt man Ihnen noch Ihre Wohnung weg. Und was dann? Sind die Katzen sterilisiert? Keine Angst. Ich glaube kaum, dass man mir die Wohnung nehmen wird. Dafür sorgen meine kleinen Lieblinge hier. Man muss Katzen schon sehr lieben, wenn man es hier aushalten will. Es ist mir ein Rätsel, wie Sie diesen Gestank aushalten. Beichten? Nicht nötig, Herr Kempfert. Der liebe Gott hat mich längst vergessen. Dann wäre ich ja wohl kaum hier, oder? Ach, Herr Kempfert. Verzweiflung kann auch zur Sünde werden. Eine der traurigsten. Und sie tut Gott am meisten weh. Mir auch, Herr Pfarrer. Mir auch. Gott ist die Liebe. Meine Katzen kann ich anfassen. Gott auch, Herr Mangold. Gott auch. Sie werden es nicht glauben. Grüß Gott. Guten Morgen, Herr Pfarrer. Aber der Geruch ist leichter zu ertragen als der Geruch von Bosheit und Hass. Und den Sie jetzt zu riechen bekommen, das ist der Schlimmste. Das ist der von Wut und Verzweiflung. Guten Tag, Frau Brecher. Keine Angst. Ich möchte nur kurz mit Ihrem Mann sprechen, wegen Thomas. Der guckt jetzt gerade Fußball, Herr Kempfert. Das ist sehr ungünstig. Und der Thomas ist auch nicht da. Guten Tag. Wie viel steht's denn? 2-0 für die Italiener, glaube ich. Ich interessiere mich nicht so für Fußball. Nur für 5 Minuten. Ich mache mir nämlich Sorgen, Thomas. Ich auch, Herr Pfarrer, ich auch. Trotzdem glaube ich, es wäre besser, Sie kämen ein andermal. Wer ist denn da? Ich wollte Sie nicht beim Fußball stören. Es ist gerade Halbzeit. Was gibt's denn? Der Herr Pfarrer wollte nur fragen. Ich kann mir schon vorstellen, was er will. Ich nehme an, mein Sohn schickt Sie vor. Nein, Tom weiß nichts von meinem Besuch. Und er hat mir auch nichts gesagt. Aber das sieht ja ein Blinder mit Krückstock, dass der Junge Schwierigkeiten mit Ihnen hat. So, hat er die. Na, dann passen Sie mal auf, dass Sie nicht auch noch Schwierigkeiten mit mir bekommen. Wollen Sie mich etwa auch verprügeln? Ach, wissen Sie, Herr Pfarrer, im rechten Moment eine Ohrfeige, das hat noch niemand geschadet. Aber was wissen Sie denn schon davon, hm? Sie setzen den Kerl doch nur Flausen in den Kopf. Sie sind nicht der einzige Vater, Herr Brecher, der Schwierigkeiten mit seinem Sohn hat. Sowas nennt man Generationskonflikt, aber darüber kann man reden, von Mann zu Mann. Mit Schlägen kommt man da nicht weiter. Damit treibt man die Kinder nur in die Isolation. Generationskonflikt, Isolation, das sind aber schlaue Worte. Also ich meine, wenn jeder Vater seinem Sohn ab und an was hinter die Ohren geben würde, dann gäbe es da draußen nicht so viel Kriminelle. Und ich will Ihnen noch was sagen, Herr Pfarrer. Mein Herr Sohn kann jederzeit bei mir anfangen. In der Werkstatt. Jederzeit. Aber dafür ist sich der junge Herr zu schade. Der fährt lieber mit seinem Motorrad in der Gegend herum. Für den Herrn Pfarrer, seine Firma. So, und jetzt gehen Sie und lassen sich hier nie wieder sehen. Und wenn Sie meinen Sohn sehen, sagen Sie ihm, er soll nach Hause kommen. Und zwar sofort. Sehen Sie, das meine ich. Manchmal wird mir direkt schlecht. Wie halten Sie das nur durch? Ich habe eine dicke Haut. Und was, wenn der Junge jetzt nach Hause kommt? Tommy hat eine Freundin. Bei der kann er immer unterkriechen. Herr Pfarrer! Da, vom letzten Schlachtfest. Das hat keinen Sinn. Die beiden sind einfach wie Feuer und Wasser. Schlägt Ihr Mann Sie auch? Bitte kommen Sie nicht mehr her. Sie machen es nur schlimmer. Das mag ja alles sein, Herr Kempfert, aber trotzdem verstehe ich nicht, was Sie damit bezwecken. Soll ich Ihnen eine Moralpredigt halten oder einen theologischen Exkurs? Zu diesem Beruf wird man berufen. Entweder man hört die Stimme und folgt ihr, oder man hört sie und folgt ihr nicht. So, und jetzt wird's lustig. Aber bitte langsam, ja?
Guten Tag, Herr Pfarrer. Schön, dass Sie gekommen sind. Bitte kommen Sie rein, ich habe alles parat. Das ist Herr Merkel, mein Assistent. Guten Tag. So, bitte, Herr Pfarrer. Ich habe meine Frau mit den Kindern zur Schwiegermutter gebracht. Sie darf nichts erfahren. Herr Pfarrer, bitte. Ja. So, das sind die Papiere. Der Herr Getrost von der Sparkasse hat gesagt, wenn ich einen Bürgen brächte, dann würde er meinen Kredit aufstocken. Mhm. Elektrohaufler, ein Großbildfernseher mit integriertem Videogerät, aha, Wassersportsemmler, Taucherausrüstung komplett, Bootsservice, ein neuer Bootsmotor, 60 PS. Ja, hier gibt es so weit und breit kein Gewässer außer am Haldenbad. Naja, wir haben am Bodensee eine Eigentumswohnung, aber nicht allein, die teilen wir uns mit vier anderen Familien. Timesharing. Aha. Pelzhaus Striebeck, 3000 Mark? Naja, das war zum 5. Hochzeitstag für Edeltraut. Sie können sich ja sonst nicht erfahren. Aber Sie? Autohaus Nolte, ein Jeep Laredo, 32.000 Mark. Naja, möchten Sie Platz nehmen, Herr Pfarrer? Bitte. Naja, mein anderer Wagen, der war schon 2 Jahre alt und der hat ja auch schon so ein paar Rost. Golfclub. Golfclub? Jahresbeitrag. Zahnarzt Dr. Wolf. 4.850 Mark. Die Krankenkasse zahlt sowas nicht. Und Lächeln ist in meinem Beruf das halbe Geschäft. Das finde ich aber gar nicht zum Lächeln. Herr Merkel, zählen Sie das mal zusammen. Ach, das ist ja gar nicht nötig. Das weiß ich ja im Kopf. Deshalb kann ich ja nächtelang schon nicht schlafen. Da sind genau 80.224 Mark und 90 Pfennig. Und für 5.000 Mark hat er getrost eine zweite Hypothek aufs Haus aufgenommen. Und den Rest, der kann ich durch einen Bürgen absichern. Ja, aber warum ausgerechnet ich? Warum geht sie nicht zu ihrem Schwiegervater? Der hat doch 2 gutgehende Metzgereien. Na, keine Angst. Das Gespräch bleibt völlig unter uns. Wie hoch belaufen sich denn Ihre monatlichen Verpflichtungen? 4.000 Mark, das ist kein Problem. Außer, dass er zwischen 3.800 im Monat heimbringt. Ja, aber meine Frau Edeltraut, die arbeitet ja in der Reinigung halbtags noch. Ja, und die Kinder gucken die ganze Zeit Videos, nicht wahr? Ja, aber nur wertvoll erzieherische Programme. Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet. Warum gehen Sie nicht zu Ihrem Schwiegervater? Herr Pfarrer, der ist Metzger. Ja, und? Na, der macht ja Blutwurst aus mir. Ich meine, der konnte mich früher sowieso nicht leiden. Und jetzt, also, seitdem ich den Job da bei der Mutter Erde angenommen habe, ist es nun ganz aus. Verstehe. Mutter Erde? Ja, vegetarisch-dynamische Schonkost für den gehobenen Geschmack. Cholesterinfrei, proteinreich und vor allem mikrowellentauglich. Sie müssen mal unsere Buletten auf Sojabasis probieren. Herr Pfarrer, gespenstisch. Dann wollen wir dem Spuk mal ein Ende machen, nicht wahr, Herr Zirsch? Ja, Herr Kempfert. Darf ich mal Ihre Kreditkarten sehen? Ja, wieso? Die sind doch völlig in Ordnung. Bitte. Ja, was machen Sie denn da? Die brauche ich doch, dann bin ich doch erledigt sonst. Also erledigt sind Sie schon lange, Herr Zirsch. Und wenn ich ein gutes Wort bei Herrn Getrost für Sie einlegen soll, dann möchte ich nicht, dass Sie hintenrum in Saus und Braus weitermachen, verstehen Sie? Ich schicke Ihnen Herrn Stutz, der macht bei uns die Buchhaltung. Der guckt sich den Schlamassel mal an. Und in der Zwischenzeit bezahlen Sie alles in bar. Bar? Ich habe doch kein Bargeld. Na, dann kaufen Sie auch nichts. Ich dachte, Sie wollen mir helfen. Das wird schon werden, Herr Zirsch. Halten Sie mal einen Monat lang die Luft an. Kaufen Sie nichts, bleiben Sie daheim. Spielen Sie mit Ihren Kindern, Mensch, ärgere dich nicht. Machen Sie mal Urlaub auf dem Balkon statt in Meersburg. Und Sie werden sehen, das klappt. Hier, 1A Hausmacher Leberwurst. Sagen Sie mal, haben Sie mal 20 Mark für mich? Ich gehe doch morgen auf Tour, ich habe ja noch nicht mal Benzingeld. Hier. Ich gebe Ihnen 40. Kaufen Sie sich eine Monatskarte. Ihr Jeep steht sowieso nicht mehr lange in der Einfahrt. Ich habe durchaus Verständnis für Ihre Lage, Herr Zirsch. Aber seien Sie doch mal ehrlich. Ihr Problem besteht doch darin, dass es Ihnen zu gut geht und nicht zu schlecht.
Sagen Sie es ruhig. Glauben Sie wirklich, damit erreichen Sie was? Letzte Woche war Herr Zirsch bei mir. Er hat geheult und wollte sich umbringen. Ich habe ihm gesagt, wenn ihm seine Frau und seine Kinder nichts wert sind, dann soll er es tun, aber rasch, damit er nicht noch mehr Unheil anrichtet. Das haben Sie gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Wenn er sich nun wirklich umgebracht hätte? Sie kennen seine Frau nicht, Eberhard. Ein Mann, der so eine Frau hat, springt nicht ins Wasser. Guten Tag, Frau Lange. Guten Tag. Ein Mann, der so eine Frau hat, der wird auch nicht Priester. Aha. Jetzt verstehe ich. Ja, ich kann das nicht, Herr Kempfert. Keiner kann das. Ich bin bereit, alles zu geben, sogar mein Leben. Aber ohne Liebe? Ein Priester ist doch ein Mann. Und wie kann einer ein Mann sein ohne eine Frau? Wie kann ich Vater sein ohne Kinder? Du hast recht. Ein Priester gibt sein Leben. Ich muss jetzt in den Beichtstuhl. Sie warten am besten in der Eberburg auf mich. Sie werden doch Hunger haben. Sagen Sie der Frau Maywald einen schönen Gruß von mir. Vielleicht ist noch was vom Wildschweinbraten übrig. Also eins muss man den Südländern lassen. Temperament haben Sie ja. Aber es zu viel ist es zu viel. Ganz genau. Mir zum Beispiel haben Sie viel zu viel da oben drauf gepackt. Ach, ich halte das einfach nicht mehr aus. Zu viel? Sei froh, dass die Frisur noch hält. Jeder andere wäre längst außer Fasson, so wie du mit Enrico da rumgehopst bist. Zeig mal her. Herr Stutz, ich will das Zeug von meinem Kopf haben. Perfekt, alles perfekt. So wie die da steht, hält die noch den ganzen Monat durch. Sie glauben doch nicht, dass ich mit der ins Bett gehe. Da kann ich ja nur im Sitzen schlafen. Außerdem steht sie mir überhaupt nicht. Was? Die gleiche Frisur, die hat sie ja von Monaco bei ihrer Hochzeit getragen. Du weißt doch, dass ich die Haare waschen wollte, Marion. Das geht doch nicht. Wie siehst du denn dann aus? Wie ich sehe dann aus, Herr Stutz. Verstehen Sie? Wie ich. Tut mir leid, Herr Haupt. Lautstärke verstehe ich kein Wort im Beichtstuhl. Entschuldigung. Eigentlich habe ich nur auf Sie gewartet. Ja, dann kommen Sie. Es ist gerade keiner da. Nein, nein, ich will nicht beichten. Es geht um Annemarie. Ja? Naja, wir wollten eigentlich im August heiraten. Aber da ist jetzt was dazwischen gekommen. Ich habe eine andere Frau kennengelernt. Sie tanzt bei uns im Ballett. Sie werden sie nächste Woche kennenlernen, wenn sie zur Premiere kommen. Sie kommen doch zur Premiere, oder? Ja, weiter, weiter. Diese Frau versteht mich einfach. Annemarie versteht mich nicht. Sie weiß zum Beispiel überhaupt nicht, was Musik für mich bedeutet. Für Annemarie ist Musik nur sowas wie Regen oder Sonnenschein oder Luft. Eben irgendwas Selbstverständliches. Aber für mich bedeutet die Musik alles. Meine Existenz, meine Träume, meine Zukunft, mein Leben. Mit anderen Worten, Sie wollen Annemarie gegen was Bequemeres austauschen. Das habe ich nicht gesagt. Es hat aber so geklungen. Sie haben Annemarie die Ehe versprochen. Und jetzt kommen Sie mir und erzählen mir was von Musik. Ich glaube, das verstehen Sie doch nicht, Herr Kempfert. Natürlich. Ein Pfarrer ist ja auch zu blöd, um bei sowas mitreden zu können. Das habe ich heute schon mal gehört. Ein Pfarrer ist ja kein Mann. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wenn Sie ein richtiger Mann sind, dann gehen Sie jetzt hin zu Annemarie und sagen Sie ihr, was los ist. Ja? Sie wissen doch genau, was dann passiert. Sie kennen doch Annemarie. Annemarie dreht durch nach allem, was war. Oh, Herr Haupt! Vergessen Sie es. Rieke! Ja? Wo sind die glückliche Braut? Keine Ahnung. Eure Ehe fängt ja gut an. Wenn du meine Tochter unglücklich machst, mein Lieber, jetzt zieh ich dir die Hampelbeine lang. Baby, an dieser Stelle würde ich jetzt aufhören. So eine Pechsträhne muss doch endlich mal ein Ende haben. Glück oder Pech gibt's da nicht. Der Automat ist elektronisch so eingestellt, dass ich für jede Mark, die sie reinschmeißen, 60 Pfennig wieder aufschlage. Ja, aber wieso habe ich dann vorhin mit 2,20 Mark gewonnen? Weil vorhin der Herr Babisch gespielt hat und vor dem Herrn Babisch der Herr Groninger. Sei still! Jetzt kommt meine Glückszahl, die goldene 7! Oh. Ich hab's dir doch gesagt. Kannst du mir 2 Mark leihen? Ich geb sie dir nachher wieder. Sowas investiere ich nicht.
Was ist? Nichts. Ich. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Glückliche Bräutigam hätte ich sein können. Und du die Braut. Nein. Doch. Fräulein Danicke passt besser zu dir. Und dein Organist zu dir, ich weiß. Es ist ja das Blöde, es passt alles so gut. Und es ist so langweilig. Ist Kempfert nicht hier? Er wird schon noch kommen. Ich bin müde. Ja, mein Schatz, wir gehen nach Hause. Ich muss mit dir sprechen. Leo, bitte, bitte können wir nicht. Aber wir könnten noch. Annemarie, ich ruf dich an, ja? Verheiratet? Wie bitte? Verheiratet? Nein, noch nicht. Dann lassen Sie es. Warum? Sehen Sie mich an, ich bin verheiratet. Sehe ich etwa glücklich aus? Sehe ich etwa glücklich aus? Nee, aber Sie sind allein unglücklich. Ich bin zu zweit unglücklich. Und das, mein Lieber, das ist das Schlimmste. Annemarie! Annemarie! Was sagen, Friedhelm? Seit ich Rosi ständig um mich habe, hat sich einiges geändert. Ich habe keine Angst mehr. Ich meine, wenn wir verheiratet sind, dann. Ich glaube, ich möchte dann doch ein Kind haben. Sicher. Ich weiß, das muss für dich ziemlich überraschend kommen, nach allem, was ich dir bisher immer gesagt habe. Aber es muss mir nicht so gehen wie meiner Mutter. Ich habe eine Chance, Friedhelm. 50%. Und die will ich mir nicht entgehen lassen. Die Frage ist nur, ob du bereit bist, das Risiko mit mir einzugehen. Annemarie. Du musst dich nicht jetzt entscheiden. Wir haben viel Zeit. Ich wollte nur, dass du es weißt. Wo warst du überhaupt? Du kannst mich doch nicht einfach allein lassen. Ich brauch dich. Ich möchte endlich anfangen zu leben. Verzeihung. Ja? Ich wollte Herrn Merkel abholen. Merkel? Er ist... Ist Herr Kempfert nicht hier? Nein, aber versuchen Sie es um meine Eberburg drüben. Er ist sicher schon bei der Hochzeitsfeier. Danke. Wo waren wir stehen geblieben? So wird es nichts, Frau Bebel. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal, wie man sowas macht. Ja. Na? Klar. Wo bleibst du denn? Ich bin gleich losgefahren. Was hast du denn? Du hast mir gefehlt. Dann ist alles klar?
Wenn du bei mir bist, immer. Komm, wir gehen was trinken. Hey, wie sagten Sie eben so richtig? Hä? Dass Sie den Kollegen in Werk Eberfeld keinen Gefallen tun, wenn Sie weiter so ungereimtes Zeug in Ihrer Zeitung vertreten. Ich reime nicht. Ich bin auch kein Poet. Obwohl, das ist ein interessanter Gedanke, Herr Busche. Ein Gedicht, das wäre mal was anderes. Die Eberfelder Elegie. Wie munter rauchten einst die Schlote, als kurz vor seinem Tode Dannecker die Tore schließen. Aber was ist denn? Schreibt sich doch! Na, Herr Kämpfer. Wie fühlt man sich so als Unternehmer? Hören Sie auf. Wo ist denn die Braut? Mario ist in der Küche. Ich möchte gerne wissen, was Sie vorhaben. Nicht jetzt, Herr Busche, nicht jetzt. Herr Kämpfer, ich wollte mit Ihnen mal sprechen. Ist doch völlig egal, wie sie aussieht. Sie geht sowieso gleich ins Bett. Hm? Danke, Herr Maywald, danke. Aber Ihre Tochter wollte hier unbedingt den Wasserhahn aufdrehen. Und jetzt stehen wir da. So geht mir die Marion auf keinen Fall an die Öffentlichkeit. Guten Abend, die Herrschaft. Na, endlich. Vor dem Altar habe ich dich kaum erkannt. Jetzt bist du wieder ganz die Alte. Wir haben noch gar nicht zusammen getanzt. Komm, Marion. Ja, Moment, Moment, komm. Pfarrer sein ist doch offenbar ganz lustig, hm? Hm, weiß nicht. Der Kämpfer ist schon in Ordnung. Komm, lass uns gehen. Ich kann doch jetzt nicht einfach gehen. Was willst du denn noch? Also ich gehe jetzt. Rita! Nein. Irgendwann ist Schluss, Eberhard. Ich habe alles mitgemacht. Ich verstehe deine Zweifel. Und ich weiß, dass es eine schwere Entscheidung für dich ist. Aber dass es dir so schwer fällt, ja zu mir zu sagen, das verstehe ich nicht. Ich liebe dich. Ich habe nicht genug. Du, das ist nicht fair. So? Du tust ja so, als müsste ich mich zwischen dir und Gott entscheiden. Ich? Du tust so. Das ist doch nicht wahr. Kommst du mit? Ich komm nach. Liebe Gemeinde, das ist meine erste und letzte Predigt. Es tut mir leid, aber ich bin nicht stark genug. Ich bin genauso wie ihr, nicht besser und nicht schlechter. Das reicht eben nicht. So einer kann euch nicht helfen. Zu so einem könnt ihr nicht kommen. Der genauso viel Angst hat wie ihr auch. Denn ich weiß, was richtig oder falsch ist oder gut oder böse. Versteht ihr das nicht? Das könnt ihr von uns doch nicht verlangen. Mein Leben, mein ganzes Leben. Nein. Das müssen Sie auch nicht, Ihr ganzes Leben. Wenn Sie, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute sind das auch gar nicht wert hier. Die kommen
Ach, nur in die Kirche. Zu Weihnachten. Damit sie nicht rausfliegen aus dem Verein. Entschuldigen Sie. Ich dachte, es wäre niemand hier. Da haben Sie recht. Es ist niemand hier. Außer Gott. Und mir. Wiedersehen. Nix ist doch nicht so tragisch. Ihnen kann doch nichts passieren. Sie haben gut lachen. Warum haben Sie nicht einfach abgelehnt? Das habe ich doch. Nur, dass der Daneker sich stur stellt. Was verspricht er sich davon? Ich habe doch keine Ahnung von sowas. Sie, ja. Das ist was anderes. Ihnen würde ich das zutrauen. Nein, danke. Ich habe schon einen Konzern am Hals. Sie meinen, Sie haben Fräulein Daneker am Hals? Ist doch dasselbe. Na, dann reden Sie doch mal mit ihr. Keine Angst, Herr Kempfert. Jutta Daneker wird schon dafür sorgen, dass Ihr Vater von uns annimmt. Ja, und dann? Dann steht die Arbeit auf der Straße. Sie, ja, Sie sind der richtige Mann. Begreifen Sie das, Herr Pfarrer, können Sie mir ganz schnell 2 Mark leihen? Sie kriegen sie morgen wieder. Herr Daneker wirft mir vor, ich drücke mich vor der Verantwortung. Dabei kann ich doch gerade deshalb nicht annehmen. Stellen Sie sich vor, was mir der Bischof sagt und was die Presse aus sowas macht. Ein Pfarrer als Fabrikdirektor, das ist doch der reine Wahnwitz. Das ist mal was anderes. Bei Ihrer Beziehung zum lieben Gott, wer weiß. Also, Sie gehen jetzt zu Daneker und reden ihm das aus. Ist das klar? Schon wieder ein Tag vorbei und immer noch keine Predigt für morgen. Das Thema dürfte doch kein Problem sein. Die christliche Nächstenliebe und ihre Bedeutung für die Betriebswirtschaftslehre. Ah! Die ist aufgeworfen! Glückwunsch. Herr, wenn Sie schlafen wollen, dann gehen Sie doch bitte heim. Ich schlafe nicht. Ich denke. Dann denken Sie mal zu Hause weiter. Ihre Frau hat schon 2 Mal angerufen. Zu Hause? Ach, fällt mir nichts mehr ein. Ist das nicht irre? Frau Melbach, ich weiß nicht, was ich sagen soll zu Hause. Sie hat immer recht. Immer recht. Frauen haben immer recht. Nun gehen Sie jetzt nach Hause. Ja. Sie müssen am Morgen wieder in der Redaktion sein. Ja, da haben Sie recht. Das sag ich doch. Frauen haben immer recht. Ja. Immer recht. Frauen haben immer recht. Stopp! Sie sind keine Frau. Da dürfen Sie mich mitnehmen. Eberhard, Sie haben auf mich gewartet. Ja. Das war sie also. Nettes Mädchen. Als sie ging, war sie gar nicht so nett. Ja, ja. Für Sie ist es auch nicht leicht. Nein, sicher nicht. Trotzdem möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Wofür? Dafür, dass Sie mir die Entscheidung so leicht gemacht haben. Dann sind Sie also nicht dabei. Im Limburger Dom an Pfingsten. Was habe ich falsch gemacht? Sie im Gegenteil. Sie haben mir deutlich gezeigt, dass ich viel zu schwach dazu bin. Ich hätte nie das Zeug dazu, so ein Leben durchzuhalten. Und deshalb folge ich lieber meiner inneren Stimme. Eberhard. Gott schütze dich, mein Sohn. Enrique?
Grüß Gott, Frau Dannecker. Sie können meinen Vater nicht in Ruhe lassen, wie? So viel ich weiß, hat er nach mir verlangt. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Wie die Aasgeier. Was wollen Sie denn auch? Seine Seele? Oder sein Geld? Wer war das? Frau Dannecker. Von der Firma Dannecker? Ja. Na endlich. Sie sind ja schon wieder ganz munter. Ach, ganz würde ich nicht sagen, aber was übrig ist von mir, reicht völlig für das, was ich noch vorhabe, bevor ich abtrete. Wer sind Sie? Karl. Unser Pfarrer braucht wohl Verstärkung, wie? Jetzt? Wo Sie nur noch eine halbe Portion sind? Herr Merkel möchte sich über den Priesterberuf informieren. Und ich dachte, so ein harter Brocken wie Sie ist genau das Richtige als Einstieg. Sie wollen Ihr Testament ändern. Finden Sie das klug? Ich meine, sollten Sie nicht lieber warten, bis Sie wieder gesund sind? Ich werde nicht mehr gesund. Schauen Sie mich doch an. Ist mir auch egal. Ich habe lange genug gelebt. Das bestimmen ja nicht Sie. Doch. Das bestimme ich. Wenn ich alles unter Dach und Fach habe, dann gehe ich. Nee, nee, Herr Dannecker. So können Sie das nicht machen. Sie können mir nicht einfach Ihre marode Fabrik aufhalsen und sich dann aus dem Staub machen. Mal sehen. Hier. Ich kann das nicht annehmen. Ich bin Pfarrer, Herr Dannecker. Kein Fabrikdirektor. Hören Sie mal zu, junger Mann. Ich wollte meinen Arbeitern meine Fabrik schenken. Wissen Sie, was die gemacht haben? Sie haben abgelehnt. Und warum? Weil sie Angst hatten. Das kann man doch verstehen. So wie die Fabrik dasteht. Ist doch nicht das erste Mal, dass wir schlecht dastehen. Angst darf man da allerdings nicht haben. Da ist Mut gefragt. Und Bereitschaft zum Risiko. Wo sollten Sie es denn gelernt haben? Herr Kempfert, Sie und ich, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Sie haben Mut. Sie haben gesunden Menschenverstand. Ich meine, Verstand für die Menschen. Und Sie sind bereit, auch mal über Ihren schwarzen Schatten zu springen, wenn es sein muss. Mehr braucht's nicht. Tut mir leid, meine Herren, aber Sie müssen jetzt bitte gehen. Ich glaube nicht an Gott, Kempfert, aber an den Menschen. Und Sie sind einer. Jetzt machen Sie mir nicht in letzter Minute mein Weltbild kaputt. Das ist doch Wahnsinn, Herr Dannecker. Ich kann das nicht. Bitte. Wie sagten Sie eben so richtig, hä? Dass Sie den Kollegen in Werk Eberfeld keinen Gefallen tun, wenn Sie weiter so ungereimtes Zeug in Ihrer Zeitung vertreten. Ich reime nicht. Ich bin auch kein Poet. Obwohl, das ist ein interessanter Gedanke, Herr Busche. Ein Gedicht, das wäre mal was anderes. Die Eberfelder Elegie. Wie munter rauchten einst die Schlote, als kurz vor seinem Tode Dannecker die Tore schließen. Aber was ist denn? Schreibt sich doch! Na, Herr Kempfert. Wie fühlt man sich so als Unternehmer? Hören Sie auf. Wo ist denn die Braut? Mario ist in der Küche. Ich möchte gerne wissen, was Sie vorhaben. Nicht jetzt, Herr Busche, nicht jetzt. Herr Kempfert, ich wollte mit Ihnen mal sprechen. Ist doch völlig egal, wie sie aussieht. Sie geht sowieso gleich ins Bett. Hm? Danke, Herr Maywald, danke. Aber Ihre Tochter wollte hier unbedingt den Wasserhahn aufdrehen und jetzt stehen wir da. So geht mir die Marion auf keinen Fall an die Öffentlichkeit. Guten Abend, die Herrschaft. Na endlich! Vor dem Altar habe ich dich kaum erkannt. Jetzt bist du wieder ganz die Alte. Wir haben noch gar nicht zusammen getanzt. Komm, Marion. Ja, Moment, Moment, komm! Pfarrer sein ist doch offenbar ganz lustig, hm? Hm, weiß nicht. Der Kämpfer ist schon in Ordnung. Komm, lass uns gehen. Ich kann doch jetzt nicht einfach gehen. Was willst du denn noch? Also, ich gehe jetzt.
schön. Rita! Nein! Irgendwann ist Schluss, Eberhard. Ich habe alles mitgemacht. Ich verstehe deine Zweifel. Und ich weiß, dass es eine schwere Entscheidung für dich ist. Aber dass es dir so schwer fällt, ja zu mir zu sagen, das verstehe ich nicht. Ich liebe dich. Ich habe nicht genug. Du, das ist nicht fair. So? Du tust ja so, als müsste ich mich zwischen dir und Gott entscheiden. Ich? Du tust so. Das ist doch nicht wahr. Kommst du mit? Komm nach. Eberhard, Sie haben auf mich gewartet. Ja. Das war sie also. Nettes Mädchen. Als sie ging, war sie gar nicht so nett. Ja, ja. Für Sie ist es auch nicht leicht. Nein, sicher nicht. Trotzdem möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Wofür? Dafür, dass Sie mir die Entscheidung so leicht gemacht haben. Dann sind Sie also nicht dabei. Im Limburger Dom an Pfingsten. Was habe ich falsch gemacht? Sie, im Gegenteil. Sie haben mir deutlich gezeigt, dass ich viel zu schwach dazu bin. Ich hätte nie das Zeug dazu, so ein Leben durchzuhalten. Und deshalb folge ich lieber meiner inneren Stimme. Eberhard. Gott schütze dich, mein Sohn. Enrique? Enrique? Wieso? Sie werden sehen. Aber andererseits bringt es mich zur Weißglut, wenn ich sehe, wie die Menschen sich das Leben schwer machen, als gäbe es nicht schon genug Ärger und Unglück auf der Welt. Außer mir lässt der Alte niemanden seine Wohnung. Also, lassen Sie sich nichts anmerken. Ich dachte schon, Sie kommen heute nicht. Ich habe Sie doch noch nie sitzen lassen, Herr Mangold, oder? Es wäre mir trotzdem lieber, wenn Sie nicht mehr dieses Fräulein schicken würden. Sie meinen Fräulein Bieler? Aber Herr Mangold, ich bin doch froh, wenn ich überhaupt jemanden finde. Und Frau Pebel haben Sie ja ganz schön vergrault. Ich habe ihr lediglich untersagt, meine Tiere umzubringen. Frau Pebel liebt Katzen. Nun, dann erklären Sie mir bitte, warum, seit sie hier war, vier Kätzchen fehlen. Sie meint's doch nur gut, Herr Mangold. So geht's doch nicht weiter. Sonst nimmt man Ihnen noch Ihre Wohnung weg. Und was dann? Sind die Katzen sterilisiert?
Keine Angst. Glaube kaum, dass er mir die Wohnung nehmen wird. Dafür sorgen meine kleinen Lieblinge hier. Man muss Katzen schon sehr lieben, wenn man es hier aushalten will. Es ist mir ein Rätsel, wie Sie diesen Gestank aushalten. Beichten? Nicht nötig, Herr Kempfert. Der liebe Gott hat mich längst vergessen. Dann wäre ich ja wohl kaum hier, oder? Ach, Herr Kempfert. Verzweiflung kann auch zur Sünde werden. Eine der traurigsten. Und sie tut Gott am meisten weh. Mir auch, Herr Pfarrer. Mir auch. Gott ist die Liebe. Meine Katzen kann ich anfassen. Gott auch, Herr Mangold. Gott auch. Sie werden es nicht glauben. Grüß Gott. Aber der Geruch ist leichter zu ertragen als der Geruch von Bosheit und Hass. Und den Sie jetzt zu riechen bekommen, das ist der schlimmste. Das ist der von Wut und Verzweiflung. Guten Tag, Frau Brecher. Keine Angst. Ich möchte nur kurz mit Ihrem Mann sprechen, wegen Thomas. Der guckt jetzt gerade Fußball, Herr Kempfert. Das ist sehr ungünstig. Und der Thomas ist auch nicht da. Guten Tag. Wie viel steht's denn? 2-0 für die Italiener, glaube ich. Ich interessiere mich nicht so für Fußball. Nur für 5 Minuten. Ich mache... Euch aber, die ihr zugegen seid, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Eberhard! Ich habe dem Herrn Graf gesagt, er soll am Montag zur Sprechstunde wiederkommen. Wissen Sie, wer das ist, Frau Bebel? Das ist Eberhard Merkel, mein treuster Apostel. Bitte kommen Sie mit rein. Na, jetzt ist es bald soweit. Pfingsten. Ich bin vor 30 Jahren im Limburger Dom auch zum Priester geweiht worden. Ich und Bischof Neubauer. Nur, dass der es zu was gebracht hat, während ich die Karriere rückwärts gemacht habe. Bischof kann doch jeder werden. Aber ein guter Pfarrer, der mit den Leuten kann, dazu gehört ein bisschen mehr. Glauben Sie hier kein Wort. Wenn der Bischof kommt, holt sie den Messwein für 11,50 aus dem Keller. Und ich muss Stadtgraben Schattenseite für 3,50 trinken, der einem die Backen zusammenzieht. Werde du ruhig, Bischof. Du hast das Zeug dazu. Herr Kempfert, ich habe mich anders entschieden. Ach ja? Deshalb bin ich ja gekommen. Sie waren immer mein großes Vorbild. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich denke, Sie haben sich entschieden. Bitte. Sie müssen zur Feier in die Eberburg. Das verzeiht Ihnen der Kurt Maywald nie, wenn Sie nicht kommen. Da muss jeder alleine durch. Ja, ich weiß. Aber sagen Sie das allen, die mit Ihren Problemen zu Ihnen kommen? Was wollen Sie jetzt von mir hören? Dass Ihre Entscheidung richtig ist? Ja. Also gut, dann kommen Sie mit. Aber Sie kommen doch! Ja. Guten Tag, Herr Kempfert. Grüß Gott, Herr Deutz. Wie geht's dem Chef? Den Umständen entsprechend. Also schlecht. Wohin fahren wir? Die Spezialtour, Station aus dem Leben eines Vorortfahrers. Sie wollten doch, dass ich Ihnen Ihre Entscheidung leicht mache. Dienstwagen, Chauffeur? Der Schein trügt. Grüß Gott, Frau Dannecker. Sie können meinen Vater nicht in Ruhe lassen, wie? So viel ich weiß, hat er nach mir verlangt. Dafür ist sich der junge Herr zu schade. Der fährt lieber mit seinem Motorrad in der Gegend herum. Für den Herrn Pfarrer, seine Firma. So, und jetzt gehen Sie und lassen sich hier nie wieder sehen.
Und wenn Sie meinen Sohn sehen, sagen Sie ihm, er soll nach Hause kommen. Und zwar sofort. Sehen Sie, das meine ich. Manchmal wird mir direkt schlecht. Wie halten Sie das so durch? Ich habe eine dicke Haut. Und was, wenn der Junge jetzt nach Hause kommt? Tommy hat eine Freundin. Bei der kann er immer unterkriechen. Herr Pfarrer! Da, vom letzten Schlachtfest. Das hat keinen Sinn. Die beiden sind einfach wie Feuer und Wasser. Schlägt Ihr Mann Sie auch? Bitte kommen Sie nicht mehr her. Sie machen es nur schlimmer. Das mag ja alles sein, Herr Kempfert, aber trotzdem verstehe ich nicht, was Sie damit bezwecken. Soll ich Ihnen eine Moralpredigt halten oder einen theologischen Exkurs? Zu diesem Beruf wird man berufen. Entweder man hört die Stimme und folgt ihr, oder man hört sie und folgt ihr nicht. So, und jetzt wird's lustig. Aber bitte langsam. Ja. Guten Tag, Herr Pfarrer. Schön, dass Sie gekommen sind. Bitte kommen Sie rein, ich habe alles parat. Das ist Herr Merkel, mein Assistent. Guten Tag. So, bitte, Herr Pfarrer. Ich habe meine Frau mit den Kindern zur Schwiegermutter gebracht. Sie darf nichts erfahren. Pfarrer, bitte. Ja. So, das sind die Papiere. Der Herr Getrost von der Sparkasse hat gesagt, wenn ich einen Bürgen brächte, dann würde er meinen Kredit aufstocken. Mhm. Elektrohaufler, ein Großbildfernseher mit integriertem Videogerät, aha, Wassersportsemmler, Taucherausrüstung komplett, Bootsservice, ein neuer Bootsmotor, 60 PS. Ja, hier gibt's so weit und breit kein Gewässer außer am Haldenbad. Naja, wir haben am Bodensee eine Eigentumswohnung, aber nicht allein, die teilen wir uns mit vier anderen Familien. Timesharing. Aha. Pelzhaus Striebeck, 3000 Mark? Naja, das war zum 5. Hochzeitstag für Edeltraut. Sie können sich ja sonst nicht erfahren. Aber Sie? Autohaus Nolte, ein Jeep Laredo, 32.000 Mark. Naja, möchten Sie Platz nehmen, Herr Pfarrer? Bitte. Naja, mein anderer Wagen, der war schon 2 Jahre alt und der hat ja auch schon so ein paar Rost. Golfclub. Golfclub? Jetzt machen Sie mir nicht in letzter Minute mein Weltbild kaputt. Das ist doch Wahnsinn, Herr Dannecker. Ich kann das nicht. Bitte. Nehmen Sie wenigstens die Blumen mit. Es riecht hier wie bei einer Beerdigung. Na los, junger Mann. Nehmen Sie schon das Gemüse. Gute Besserung. Ja, das wünsche ich auch. Sind Sie vorsichtig mit Ihren Wünschen, wenn ich hier rauskomme. Ich meine, lebendig rauskomme, dann knöpfe ich Sie mir vor. So leicht kommen Sie mir nicht weg. Bitte, Herr Dannecker, ich habe auch noch andere Patienten. Ich verstehe aber trotzdem nicht. Da gibt es nicht viel zu verstehen. Bitte sehr. Danke. Sein Großvater hat Werk Eberfeld gegründet, sein Vater weiter ausgebaut. Und er hat aus den Dannecker-Werken einen Konzern gemacht. Fortschritt nennt man das, nur dass jetzt hinten alles abröckelt. Das Stammwerk rentiert sich nicht mehr und seine Tochter will es liquidieren. Nur Herr Mangold. Und der Herr in Ihrer Begleitung? Ein guter Freund. Die Leute im Haus wollen Herrn Mangold aus der Wohnung ekeln. Einerseits kann ich das ja verstehen. Wieso? Sie werden sehen. Aber andererseits bringt es mich zur Weißglut, wenn ich sehe, wie die Menschen sich das Leben schwer machen, als gäbe es nicht schon genug Ärger und Unglück auf der Welt. Außer mir lässt der Alte niemand in seiner Wohnung. Also lassen Sie sich nichts anmerken.
Ich dachte schon, Sie kommen heute nicht. Ich habe Sie doch noch nie sitzen lassen, Herr Mangold, oder? Es wäre mir trotzdem lieber, wenn Sie nicht mehr dieses Fräulein schicken würden. Sie meinen Fräulein Bieler? Aber Herr Mangold, ich bin doch froh, wenn ich überhaupt jemanden finde. Und Frau Pebel haben Sie ja ganz schön vergrault. Ich habe ihr lediglich untersagt, meine Tiere umzubringen. Frau Bebel liebt Katzen. Nun, dann erklären Sie mir bitte, warum, seit sie hier war, 4 Kätzchen fehlen. Sie meint's doch nur gut, Herr Mangold. So geht's doch nicht weiter. Sonst nimmt man Ihnen noch Ihre Wohnung weg. Und was dann? Sind die Katzen sterilisiert? Keine Angst. Ich glaube kaum, dass man mir die Wohnung nehmen wird. Dafür sorgen meine kleinen Lieblinge hier. Ich bin's nur, Herr Mangold. Und der Herr in Ihrer Begleitung? Ein guter Freund. Die Leute im Haus wollen Herrn Mangold aus der Wohnung regeln. Einerseits kann ich das ja verstehen. Wieso? Sie werden sehen. Aber andererseits bringt es mich zur Weißglut, wenn ich sehe, wie die Menschen sich das Leben schwer machen, als gäbe es nicht schon genug Ärger und Unglück auf der Welt. Außer mir lässt der Alte niemanden seine Wohnung. Also, lassen Sie sich nichts anmerken. Ich dachte schon, Sie kommen heute nicht. Ich habe Sie doch noch nie sitzen lassen, Herr Mangold, oder? Es wäre mir trotzdem lieber, wenn Sie nicht mehr dieses Fräulein schicken würden. Sie meinen Fräulein Bieler? Aber Herr Mangold, ich bin doch froh, wenn ich überhaupt jemanden finde. Und Frau Pebel haben Sie ja ganz schön vergrault. Ich habe ihr lediglich untersagt, meine Tiere umzubringen. Frau Pebel liebt Katzen. Nun, dann erklären Sie mir bitte, warum, seit sie hier war, 4 Kätzchen fehlen. Sie meint's doch nur gut, Herr Mangold. So geht's doch nicht weiter. Sonst nimmt man Ihnen noch Ihre Wohnung weg. Und was dann? Sind die Katzen sterilisiert? Keine Angst. Ich glaube kaum, dass man mir die Wohnung nehmen wird. Dafür sorgen meine kleinen Lieblinge hier. Man muss Katzen schon sehr lieben, wenn man es hier aushalten will. Es ist mir ein Rätsel, wie Sie diesen Gestank aushalten. Beichten? Nicht nötig, Herr Kempfert. Der liebe Gott hat mich längst vergessen. Dann wäre ich ja wohl kaum hier, oder? Ach, Herr Kempfert. Verzweiflung kann auch zur Sünde werden. Eine der traurigsten. Und sie tut Gott am meisten weh. Mir auch, Herr Pfarrer. Mir auch. Gott ist die Liebe. Meine Katzen kann ich anfassen. Gott auch, Herr Mangold. Sie werden es nicht glauben. Grüß Gott. Guten Morgen, Herr Pfarrer. Aber der Geruch ist leichter zu ertragen als der Geruch von Bosheit und Hass. Und den Sie jetzt zu riechen bekommen, das ist der Schlimmste. Das ist der von Wut und Verzweiflung. Kurvellentauglich. Sie müssen mal unsere Buletten auf Sojabasis probieren. Herr Pfarrer, gespenstisch. Dann wollen wir dem Spuk mal ein Ende machen, nicht wahr, Herr Zirsch? Ja, Herr Kempfert. Darf ich mal Ihre Kreditkarten sehen? Ja, wieso? Die sind doch völlig in Ordnung. Bitte. Ja, was machen Sie denn da? Die brauche ich doch, dann bin ich sonst erledigt sonst. Also erledigt sind Sie schon lange, Herr Zirsch. Und wenn ich ein gutes Wort bei Herrn Getrost für Sie einlegen soll, dann möchte ich nicht, dass Sie hintenrum in Saus und Braus weitermachen, verstehen Sie? Ich schicke Ihnen Herrn Stutz, der macht bei uns die Buchhaltung. Der guckt sich den Schlamassel mal an. Und in der Zwischenzeit bezahlen Sie alles in bar.
Bar, ich habe doch kein Bargeld. Na, dann kaufen Sie auch nichts. Ich dachte, Sie wollen mir helfen. Das wird schon werden, Herr Zirsch. Halten Sie mal einen Monat lang die Luft an. Kaufen Sie nichts, bleiben Sie daheim. Spielen Sie mit Ihren Kindern, Mensch, ärgere dich nicht. Machen Sie mal Urlaub auf dem Balkon statt in Meersburg. Und Sie werden sehen, das klappt. Hier, 1A Hausmacher Leberwurst. Sagen Sie mal, haben Sie mal 20 Mark für mich? Ich gehe doch morgen auf Tour, ich habe ja noch nicht mal Benzingeld. Hier, ich gebe Ihnen 40. Kaufen Sie sich eine Monatskarte. Ihr Jeep steht sowieso nicht mehr lange in der Einfahrt. Ich habe durchaus Verständnis für Ihre Lage, Herr Zirsch. Aber seien Sie doch mal ehrlich. Ihr Problem besteht doch darin, dass es Ihnen zu gut geht und nicht zu schlecht. Sagen Sie es ruhig. Glauben Sie wirklich, damit erreichen Sie was? Letzte Woche war Herr Zirsch bei mir. Er hat geheult und wollte sich umbringen. Ich habe ihm gesagt, wenn ihm seine Frau und seine Kinder nichts wert sind, dann soll er es tun, aber rasch, damit er nicht noch mehr Unheil anrichtet. Das haben Sie gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Wenn er sich nun wirklich umgebracht hätte? Sie kennen seine Frau nicht, Eberhard. Ein Mann, der so eine Frau hat, springt nicht ins Wasser. Guten Tag. Guten Tag. Ein Mann, der so eine Frau hat, der wird auch nicht Priester. Aha. Jetzt verstehe ich. Ja, ich kann das nicht, Herr Kempfert. Keiner kann das. Ich bin bereit, alles zu geben, sogar mein Leben. Aber ohne Liebe? Ein Priester ist doch ein Mann. Wie Regen oder Sonnenschein oder Luft. Eben irgendwas Selbstverständliches. Aber für mich bedeutet die Musik alles. Meine Existenz, meine Träume, meine Zukunft, mein Leben. Mit anderen Worten, Sie wollen Annemarie gegen was Bequemeres austauschen. Das habe ich nicht gesagt. Es hat aber so geklungen. Sie haben Annemarie die Ehe versprochen. Und jetzt kommen Sie mir und erzählen mir was von Musik. Ich glaube, das verstehen Sie doch nicht, Herr Kempfert. Natürlich. Ein Pfarrer ist ja auch zu blöd, um bei sowas mitreden zu können. Das habe ich heute schon mal gehört. Ein Pfarrer ist ja kein Mann. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wenn Sie ein richtiger Mann sind, dann gehen Sie jetzt hin zu Annemarie und sagen Sie ihr, was los ist. Ja? Sie wissen doch genau, was dann passiert. Sie kennen doch Annemarie. Annemarie dreht durch nach allem, was war. Oh, Herr Haut! Vergessen Sie es. Der Automat ist elektronisch so eingestellt, dass ich für jede Mark, die Sie reinschmeißen, 60 Pfennig wieder aufschlage. Ja, aber wieso habe ich dann vorhin mit 2,20 Mark gewonnen? Weil vorhin der Herr Babisch gespielt hat und vor dem Herrn Babisch der Herr Groninger. Ach, sei still! Jetzt kommt meine Glückszahl, die goldene 7. Ach, ich hab's doch gesagt. Kannst du mir 2 Mark leihen? Ich gebe sie dir nachher wieder. Sowas investiere ich nicht. Guten Abend. Ja. Hallo, Rosi. Was ist? Nichts. Ich. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Glückliche Bräutigam hätte ich sein können. Und du die Braut. Nein. Doch. Fräulein Dannecke passt besser zu dir. Und dein Organist zu dir, ich weiß. Das ist ja das Blöde, es passt alles so gut. Und es ist so langweilig. Ist Kempfert nicht hier? Er wird schon noch kommen. Ich bin müde. Ja, mein Schatz, wir gehen nach Hause. Ich muss mit dir sprechen. Leo, bitte, können wir nicht. Aber wir könnten noch. Annemarie, ich ruf dich an, ja? Sind Sie verheiratet? Wie bitte?